Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Attack 7. Mein Name ist Klüm und wir sind natürlich hier immer wieder in unserer Base. Zuallererst, Leute, unten in der Beschreibung bzw. in den Kommentaren der erste Link. Dieses Mal vergesse ich es hoffentlich nicht. Es tut mir leid, dass ich es vergessen habe beim letzten Mal. Findet ihr den Link zu meinem eigenen Spiel auf Steam. Wäre super, super nice, wenn ihr das auf eure Steam-Wunschliste setzen würdet. Es kostet überhaupt nichts, das auf die Wunschliste zu setzen und hilft uns übertrieben. Weil nicht nur YouTube hat so einen Algorithmus, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Auch Steam hat einen. Und je mehr wir auf die Wunschliste haben, desto besser. Ihr müsst es dann auch nicht kaufen. Ne? Punkt. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr es trotzdem tut. Ne? Aber die kostenlose Demo könnt ihr euch auch runterladen. Einfach ein bisschen im Internet suchen. Dann findet ihr die super, super schnell. Wenn ich dran denke, packe ich euch den Link einfach auch noch in die Beschreibung. So. Willkommen. Erstmal zur Folge und ich möchte erstmal an der Stelle eine Sache loswerden. Das tut mir jetzt für alle Leute leid, die nichts in der Richtung geschrieben haben. Von daher erstmal Entschuldigung, dass ihr euch das anhören müsst. Ich mache es so kurz wie möglich. Ich will das gar nicht lange adressen. Aber in der letzten Folge, sowie in den beiden Rundtour-Folgen, haben sich ein, zwei Leute beschwert. Es waren wirklich nicht viele, es waren nur ein, zwei Leute, die es beschwert haben, wie ich es denn mir erlauben kann, Videos zu machen, in denen ich keinen Progress mache. Und an der Stelle sage ich einfach nur, ich mache die Videos hier auf YouTube völlig kostenlos. Ihr könnt die einfach kostenlos gucken. Ich müsste die nicht machen. Hauptberuflich bin ich sowieso Streamer. Und ich mache die YouTube-Videos aktuell wirklich nur für euch. Ist geldtechnisch bekomme ich seit Dezember nicht mehr viel Geld. Was meint ihr, warum alle YouTuber aufgehört haben seit Dezember? Oder sehr viele seit Dezember aufgehört haben? Also, ich mache das sehr, sehr gerne. Ich mache die Videos auch gerne. Aber manchmal habe ich einfach keine Zeit dafür, eine komplette Folge zu machen. So, und das war zum Beispiel der Fall bei den zwei Rundtouren und das war auch letztens der Fall. Da hatte ich nämlich PC-Probleme bis irgendwie 22:30 oder 22:30 nachts. Nee, schon 22:30 war es, glaube ich, als ich es angefangen hatte zu spielen. Und mit diesen ganzen PC-Problemen konnte ich natürlich keine Folge aufnehmen und wollte trotzdem ein Video für euch machen. Und deswegen habe ich eine Rundtour gemacht. Das war ja gestern. Deswegen, Leute, denkt vielleicht nur an diese zwei, drei Leute, die das geschrieben haben, denkt vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen drüber nach. Ich mache die Videos gerade, weil ich Lust drauf habe und weil ich vor allen Dingen, weil ich es schön finde, wenn sich Leute wie ihr darüber freuen. Und das ist auch der Grund, warum ich die Videos mache. Wenn ich Kommentare sehe, die sich bei mir bedanken, es muss auch nicht mal bedanken sein, aber wenn ich Kommentare sehe, die einfach nur sagen, hey, cooles Video, nice gemacht hier, nice gemacht da, wenn ich sehe, dass euch die Videos freuen, dann weiß ich, dass ich das aus einem bestimmten Grund mache, und zwar, dass es euch Spaß macht, die zuzuschauen. Und das finde ich einfach eine schöne Sache. Und ja, das ist der einzige Grund, warum ich noch YouTube-Videos mache. So, Punkt. So, ansonsten streame ich auf Twitch, komm vorbei. So, wir sind hier bei uns in der Base. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz angesprochen haben. Einmal eine ganz schnelle Sache. Wie gesagt, hauptberuflich bin ich Streamer. Die YouTube-Videos mache ich nur, weil es sich oft gewünscht wird, dass ich wieder Daily-Videos mache. Und das ist aber meine zweite Priorität. Meine erste Priorität ist Stream. Und ja, das, wie gesagt. Aber ich wollte da gar nicht so lange drüber reden. Ich rede schon zu lange drüber. Diese Kiste ist leer. Heute auf dem Plan steht tatsächlich aber ein bisschen was Produktives. Wenn wir jetzt in den Nether gehen wollen, machen wir das folgendermaßen. Wir gehen hier in diesen Stream nach unten. Fahren den ganzen Stream nach unten runter. Springen vielleicht vorher raus, viel Schnelligkeit. Gehen dann hier in diesen Aufzug nach oben. Toll. Gehen dann hier raus, gehen dann hier nach rechts, den Weg hier hoch. Und dann können wir hier ins Nether-Portal gehen. Ich glaube, jeder von euch kann mir bestätigen, dass dieser Weg einfach zu lang ist. Das ist halt ein bescheuerter Weg, außerdem sieht das hier hässlich aus. Deswegen möchte ich das ändern. Ich möchte nicht mehr, dass ich diesen Weg in den Nether gehe. Ich möchte das ein bisschen besser machen. Und zwar so, dass ich sowohl von dieser unteren Ebene den Nether schnell erreichen kann, als auch von der oben. Deswegen habe ich mir gerade schon was ausgedacht. Und zwar, wenn wir hier aktuell, also stellt euch vor, wir sind hier unten und wollen in den Nether. Vorher in den Aufzug, dann den ganzen Weg hoch, habe ich euch gerade gezeigt. Aber der neue Weg wird so sein. Wir gehen hier rein, fahren nach oben, steigen hier in der Mitte aus, laufen hier nach links den Weg und dann nochmal nach links den Weg und dann sind wir da. Hier wird das neue Nether-Portal stehen. Sonst werden wir einfach ein paar Blöcke nach oben moven. Wir können das nicht nach links moven, auch nicht nach rechts, auch nicht nach vorne, auch nicht nach hinten. Wir können es nur nach oben und unten machen, wegen dem Nether-Hub, den Castcrafter, Rotpilz und ich gebaut haben. Da steht das Portal gerade exakt in der Kuppel drin. Und wenn ich das aber auf der Oberwelt verschiebe, dann müsste ich das auch im Nether-Hub verschieben. Und da ist einfach kein Platz. Ne? Deswegen lasse ich das Nether-Hub, das Portal exakt hier, wo es steht, bewege es nur nach oben. Das geht nämlich. Aber in alle anderen Richtungen sind wir da leider blockiert. Blöd gelaufen. Aber pass auf, was ist denn, wenn ich oben in meinem Lager bin und dann in den Nether möchte? Wie mache ich denn dann das? Ja, also logisch, ich stehe hier oben im Lager, zack, gehe die Treppe runter, gehe nach links
Und auf easy peasy, zack, bin ich hier beim Raum, theoretisch. Ja, das ist der Plan. Ich möchte den Netherraum verschieben. Ich möchte den Netherraum natürlich gleich auch schön bauen, Hammer bauen, gut aussehend bauen und vielleicht das ein oder andere Redstone-Gedöns mit da einbauen. Vielleicht mit Noteblocks, aber ich weiß ja nicht genau, wie ich da mit Noteblocks arbeiten soll. Vielleicht mit Dispensern, die Lava-Dispensern oder Feuer anmachen, so Feuerschwurbel-Wurbel-mäßig, ihr wisst Bescheid. Oder sonst was. Ich will keinen Standard-Netherraum machen, wo ich einfach nur einen Raum baue und das Portal reinklatscht. Das ist mir natürlich zu langweilig. Dadurch, dass wir hier aber diesen Raum bauen, haben wir ein paar Spezifikationen, an die wir uns halten müssen. Wir können den Boden maximum, nur wenn wir ihn aus Sandstein machen, hier hinbauen. Ne? Nur dann können wir den Boden hier hinbauen, weil wir müssen das hier nehmen, weil diese Blöcke sehen von unten exakt so aus wie die anderen Blöcke. Das fällt also nicht auf, wenn wir da diese größeren Blöcke nehmen. Deswegen ist der Sandstein da in dem Falle voll okay. Aber wir können da jetzt kein Holz oder so nehmen, weil dann gucken wir da hoch und sehen Holz und das wäre natürlich... Das wäre natürlich nicht so nice. Deswegen bearbeiten wir das entsprechend. Und das Erste, was wir jetzt erstmal zusammen machen werden, ist die Größe von dem Raum so ein bisschen festzulegen. Jetzt bin ich einen zu weit nach oben gegangen. Na toll, Ausfahrt verpasst. Zack, hier runter. Und dann die Größe. Pass auf, hier, ich möchte das Portal auf jeden Fall 3 breit machen. Das ist ja ganz klar. Die Gänge sind 3 breit. Alles hier ist irgendwie auf einem 3 breiten Radius. Hier diese Dinger sind 3 breit. Wir haben fast quasi alles 3 breit. Deswegen soll das Portal auch 3 breit werden und nicht mit 2, so wie es jetzt ist. Das heißt, es geht um eine Richtung in die Breite. Hier, das kann ich mal alles wegreißen, weil das brauche ich ehrlicherweise nicht mehr. Ich möchte jetzt erstmal bis zum Portal. Das ist aktuell hier. Und geht quasi hier entlang. Und dann wird es später 3 breit sein. Das heißt, hier diese 3 breit. Und zack. Also hier wird dann zukünftig das Portal sein. Das hier, so das Portal in dieser Größe. Ich kenne mal ganz kurz hier noch so. Zack. Und hier. Hier so zack. Das heißt nicht, dass das Portal auf der Höhe ist, sondern nur diese Größe hat. Ne? Hier irgendwo auf dieser Schiene, wenn man das Schiene nennen will, kommt das Portal. Jetzt möchte ich hier nochmal ein bisschen Platz machen. Es wurden mir auch einige Vorschläge unterbreitet, so ich könnte das Portal doch so bauen wie der Nether selbst. Das finde ich aber nicht so ganz passend, weil unser Nether sieht ein bisschen anders aus wie der Standard-Minecraft-Nether, weil wir haben ja das Nether-Hub gebaut. Deswegen sieht es, finde ich, bei uns nochmal ein bisschen geiler aus. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir können das unendlich breit machen. Ja, entweder machen wir das unendlich breit oder höher. Wenn wir sagen, okay, hier kann die Wand bleiben. Wenn wir das als Wand nehmen, dann können wir das unendlich hochbauen. Jetzt ist die Frage, wollen wir das unendlich hoch, aber die Wand kann nur bis da gehen? Oder wollen wir das unendlich breit, aber die Höhe kann nur bis da gehen? Und ich glaube, da nehme ich tatsächlich die unendliche Breite lieber als die unendliche Höhe. Auch weil wir hier ja die Röhren haben. Also ich glaube, ich nehme die unendliche Höhe. Ich werde mal ganz kurz, also unendliche Höhe, nicht weil wir dann höher gehen können, sondern weil wir runtergehen können. Ne? Das ist natürlich der Punkt. Wir können den Raum dann weiter nach unten rufen. Ich baue hier mal ein bisschen was rum. Ich versuche mal so die Größe des Raumes für mich selber zu erörtern, für mich selber so ein bisschen festzulegen, wie hoch will ich das überhaupt? Was ist überhaupt der Dings, den ich hier haben will? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, wir haben jetzt so ungefähr einen Plan, wie wir das Ganze machen wollen. Hier ist schon ein Weg. Leider ist der Weg bis zu der Kreuzung ein bisschen länger als der Weg bis zu der Kreuzung da drüben. Aber es lässt sich einfach nicht ändern. Ich kann es nicht komplett symmetrisch machen. Ist halt so. Ist halt so. Bisschen doof, aber nicht zu doof. Alles in Ordnung. Hier gehen wir dann hin und hier hätten wir dann theoretisch das Nether-Portal. Das hier. Das stand auf diesem Podest. Aber so will ich es nicht machen. Es gab ein paar Ideen und ein bisschen davon möchte ich jetzt umsetzen, aber dafür brauche ich leider neben ein bisschen Glas, das können wir auch nochmal, ja, sollten wir unbedingt mal in den Schmelzofen böllern. Das heißt, ich hole mir ganz kurz Sand, irgendwie, keine Ahnung, 10, 12 Stacks oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, glaube ich. 17 Stacks, ich habe, glaube ich, auch eigentlich nicht mitgenommen. 17 Stacks Glas holen wir uns nochmal eben. Mit diesen 17 Stacks Glas kommen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter. Die schmeiße ich dann gleich rein. Wir brauchen nämlich dunkles Glas. Ja, Schwarzglas, dunkelgraues Glas, das ist alles Glas, was wir jetzt gleich brauchen werden. Aber was wir auch noch brauchen, ist roten Sand. Und roten Sand kriegen wir ja nur in dieser Mesa-Wüste. Glücklicherweise
hat Kite Sims, genau, Katze, also Items for Sacred, hat ja ebenfalls, ich gehe in die falsche Richtung, hat ja ebenfalls Terrakotta und so gebraucht und das ist ja im selben Gebiet. Also das ist ja alles, wenn wir ganz weit hier nach links gehen, sollten wir das jetzt gleich eigentlich sehen, hoffentlich, vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Gut, wir haben das verloren. Egal. Irgendwo hier ganz weit links befindet sich das Mesa-Biom, in dem wir den roten Sand gefarmt haben. Und da gab es ja so einen unendlich langen Weg bis dahin. Und Items-Hingang hat sich gedacht, nö, unendlich langer Weg war, habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Ich baue den jetzt komplett aus Eis. Und genau das hat er gemacht. Was Gutes für uns. Und hier können wir spawnen. Was Gutes für uns, denn wir können quasi hingehen und diesen Eisgang benutzen, den er gebaut hat. Auf absolut einfache Basis. So, und hier packe ich mal den ganzen Sand rein. Wenn ich wieder da bin, sollte davon ein bisschen was durchgeschmolzen sein. Wir benutzen jetzt den Gang, den Items gebaut hat. Ich zeige euch nochmal ganz kurz eben den Anfang. Dafür gehen wir hier mal eben raus. Wir brauchen dafür eigentlich nur diesen Schaufelapparat. Ja, Erde genommen. Und ich gehe jetzt gerade hier raus, weil das, glaube ich, schneller... Obwohl, wäre es schneller gewesen zu dem nächsten Netherportal? Ich weiß nicht. Ich glaube, im Endeffekt wäre es auf selber rausgekommen. Naja, wir werden jetzt diesen super, 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 super langen Weg gehen. Bis hin zum Portal, bis hin zum anderen Biom. Vorher jedoch werde ich vielleicht noch... Nee, brauche ich nicht. Da steht ja eine Ender-Chest. Also alles entspannt. Ja, dann kann ich eigentlich direkt losgehen, ohne mir noch irgendwelche Gedanken zu machen. Der Weg wird halt lang sein. Wir brauchen noch ein Boot. Aber ich hoffe einfach, dass irgendwo im Wither, sag ich schon... Irgendwo im End, wollte ich auch schon fast sagen. Irgendwo im... Wo sind wir denn hier? Nether. Ein Boot steht auch. Guck mal, da steht schon eins. Da ist so eine Katze drin. Guck mal, die können wir direkt befreien. Oh, Entschuldigung. Ich habe die aus Versehen gehauen. Das war nicht der Plan. Das hier ist der Weg. Haben wir die Katze jetzt mitgenommen? Nein. Das ist der Weg. Und diesen Weg fahren wir jetzt bis ganz zum Ende. Oh Mann. Uff! Jetzt habe ich, also ich habe wirklich, wirklich viel gefarmt. Wir haben auch wirklich lange dafür gebraucht. Hier einmal sind 1700 roter Sand drin, hier sind auch nochmal drin. Das heißt, wir haben jetzt zwei Schulker-Chests voll mit rotem Sand. Einmal hier und einmal hier, also hier komplett drin. Hier auch komplett drin, bis hier alt. Hier sind nur 22 drin. Die packe ich mal ganz kurz hier hinten rein. Und so, pack mal, also ich packe jetzt erstmal alles hier rein. Dann erkläre ich euch ein bisschen, wie es weitergeht. Wir werden den Raum jetzt noch grob bauen. Dafür brauchen wir einiges an Sandstein. Warum habe ich einen Kaktus dabei? Achso, ja, ich war ja in der Wüste farmen. Ist ja logisch, dass ich dann vielleicht einen Kaktus abbaue, ne? Das macht ja Sinn. So, packen wir das mal wieder zurück. Das brauchen wir nämlich alles gar nicht. Dann ist das Inventar auch leerer. Und da können wir den restlichen Sand reintun. Den hätten wir auch einsortieren können, aber dann wäre er nicht schnell genug hier drinne gewesen, ne? Ihr wisst jetzt, warum ich das gemacht habe. Dann hatten wir unten, und zwar ganz, ganz unten, wenn wir hier mit dem Aufzug runterfahren. Ich bin schon wieder voll den Umweg gelaufen. Hier unten haben wir auch noch Schulker-Chests stehen. Und die ganz rechte hat auch noch Blöcke. Ne, diese Blöcke hier. Was ich nämlich eigentlich machen wollte, ist halt genau diese Blöcke holen. Aber bevor wir weitergehen, haben wir noch Sandstein. Jo. Das war's. Okay, dann benutzen wir den Sandstein. Ich wollte diese Blöcke holen, um hier oben weiterzumachen und zu demonstrieren, wie und ob und tralala. Erstmal gestorben. So, perfekt. Wir werden nämlich hier die Wand runterzimmern. Und zwar... So groß wie der Portalraum. Wie der Portalraum ist, wie das Portalraum ist. Nee, doch schon, wie der Portalraum ist. Nee, war schon korrekt. So, und zwar geht es ja hier noch weiter. Hier wird dann ja die Dingens kommen. Hier wird ja das Portal stehen. Und deswegen möchte ich hier hinten mindestens noch einen Block haben, den wir frei haben. Und dann, also hier kommen ja die Bodenblöcke hin. So. Die kommen ja hier überall hin. So, zack, zack. Zack, zack, zack. Und dann kommt hier natürlich noch die Treppe. Ne? Die wird, also das hier wird Treppe sein, was wir jetzt gerade hier hin platzieren. Muss ich noch ersetzen. Ich habe jetzt gerade keine Treppen dabei. Und dann geht das hier halt weiter. Ne? Also hier, das wird dieser Außenbereich von diesem Portalraum. Wird das hier werden. Ich möchte hier gerne einiges an Redstone unterbringen. Und ich möchte gerne hier einiges Nices hinbauen. Aber dafür brauche ich tatsächlich einiges an Zeit.
dadurch, dass ich jetzt so ultra lange gefarmt habe, das hat wirklich, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder so haben wir jetzt gebraucht, um zu farmen, weil wir noch einige Themen besprochen haben und dies und das und tralala. Und ich musste nochmal zurückgehen, weil ich kein Bett dabei hatte. Und dann musste ich auch noch Raketen holen und. Und dann musste ich meine Schalkerboxen suchen, weil ich die verloren hatte, weil ich vielleicht gefühlt ein bisschen lost war. Aber ja, wir sind jetzt wieder hier und können noch ein bisschen weiterbauen. Eine halbe Stunde habe ich noch, um hier beim Portalraum so viel zu schaffen wie möglich. Das werden wir jetzt auch machen. Also wir werden hier an den Seiten vielleicht irgendwo, deswegen wollte ich die roten Sachen überhaupt holen, hier und da noch so ein bisschen ein paar Säulen noch mit einbauen. Ich glaube, das wird dann im Endeffekt ziemlich nice aussehen, wenn wir hier so ein paar Säulen noch mit drin haben. Vielleicht lasse ich die Säulen aber auch weg und baue das Podest nur. Obwohl, nee, die Säulen sehen schon Hammer aus. Ja, die Säulen kommen noch hier hin. Der Boden muss nach raus. Hier muss noch schwarzes Glas rein. Das Glas, stimmt, das Glas. Das sollte möglicherweise auch fertig sein. Das schauen wir jetzt nochmal eben ganz kurz in der Folge, wie viel Glas wir denn da jetzt eigentlich haben. Und das werden wir nochmal platzieren. Ich werde gleich wieder, also jetzt wird es gleich wieder einen Cut geben und dann werden wir schauen, was ich, wie weit ich so gekommen bin, was wir alles noch gemacht haben. Und dann denke ich mal, wird es vielleicht dann noch einen Cut geben. Mal gucken. Also eine halbe Stunde, wie gesagt, haben wir noch, um hier ordentlich loszulegen, um hier ordentlich weiterzubauen. Und dann mal schauen, wie weit wir in dieser halben Stunde kommen. Und den Rest machen wir dann einfach morgen in der Folge. Tut mir leid, dass ich jetzt heute nicht so viel geschafft habe, aber ja, manchmal geht's halt nicht. Ne, das ist schade, aber manchmal geht's halt nicht und dann habe ich lieber, schaffe ich das halt in zwei Folgen, den Raum. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, oder? Nee, dann braucht man halt mal zwei Folgen für so einen Raum. Macht ja nichts. So, so wieder rein und wir haben einiges an Glas. Habe ich gar nicht kommentiert jetzt, als ich das rausgeholt habe. Naja. Alles klar, wir haben einen kleinen Test vollführt und zwar schaut euch das hier an. Glowstone, darauf Teppich, Glas, noch Glas, nix, Glas, nix, Glas, nix, Glas, nix, Glas. So, das ist das Setup. Es soll aussehen wie unendlich nach unten gehend. Und das finde ich, das tut's. Ja, das finde ich, sieht sehr, sehr, sehr nice aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und deswegen werden wir dieses Setup jetzt überall rocken. Ja, ich muss erstmal gucken, dass ich genug Glowstone habe. Genug Glowstone sollte ich haben. Das heißt, wir müssen hier unten erstmal ein bisschen Platz machen. Wir können das Nether Portal eigentlich mal verschieben. Wir können eigentlich. Doch, ich muss erstmal Platz in meinem Inventar schaffen. Mein Inventar ist zugemüllt bis zum geht nicht mehr. Also wirklich, das ist, ist nicht mehr schön. Ist nicht mehr schön, wie voll das Portal ist. Das Portal ist, dass mein Inventar ist. Ich glaube, wir verschieben einfach mal ganz dreist, auf ganz dreiste Weise, das Nether-Portal. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Firestone. Wir brauchen neues Obsidian, weil das Nether-Portal ja, das, also das neue wird ja ein bisschen größer. Und dann möchte ich testen, ob das alles geklappt hat. Also, wir brauchen erstmal Obsidian. Das finden wir hier. 14 Obsidian zusätzlich sollten reichen. Dann benötigen wir einen Feuerstein. Ich glaube, ich sollte in einer dieser Kisten, die ich hier oben stehen habe, vielleicht noch einen Feuerstein drin haben. Hier habe ich jetzt ein paar gesehen. Punkte, das reicht ja schon. Mehr brauche ich ja nicht. Dann gehen wir hier runter. Und wir müssen ganz runter gehen. Das heißt, wir können einfach hier diesen Weg nehmen. Und unten. Und dann machen wir das Portal kaputt. Tschö. Portal kaputt. Ich finde lustig, dass es irgendwie dieses Glas kaputt geht Sound Dings hat. Das Glas kaputt geht Sound Dings. Dann werde ich versuchen, hier den unseren Bereich mal so ein bisschen machen mit Glowstone. Glowstone habe ich nämlich genug. Schwarzer Teppich ist das, woran es scheitert. Aber ich glaube, ich habe noch sehr viel String. Schwarze Farbe sollte ich legit haben. Also an schwarzer Farbe sollte es jetzt erstmal grundsätzlich nicht scheitern. Ding mal hoch. Au. Und hier lang. Und dann können wir hier das Portal reinsetzen. Aber das muss ja 1, 2, 3 Blöcke breit sein. Hier sehe ich sowieso nicht, ob da ein Block drunter ist oder nicht. Von daher, YOLO, Fusch am Bau. Und dann geht es 1, 2, huch. Ach, das ist der Sand zum Essen. Lost. Ich möchte kein 3x3 Portal machen, by the way, sondern ich möchte ein etwas höheres Portal machen. Weil 3x3 Portal, keine Ahnung, fühle ich nicht so hundertprozentig. Dann machen wir lieber so ein 3x4 Portal. Das finde ich besser. Das sieht irgendwie imposanter aus, finde ich. Weiß ich nicht, irgendwie finde ich es krasser. Das Ganze verbinden wir dann einmal mit einem Netherino. Und wir können dann einfach hier schon mal. Okay, das ist eigentlich dumm, das zu machen. Weil wir bauen uns ja später da hoch. Und dann müssen wir gucken, wie wir das machen. Erstmal gucken, ob es klappt. Jo, wir kommen tatsächlich hier raus. Das Skelett ist auch hier rausgekommen. Dann wissen wir schon mal Bescheid. Auch Monster können hier durchgehen. Und wir gehen mal wieder zurück. Das ist jetzt der spannende Part, ob wir da auskommen, wo wir auskommen wollen. Und ja, funktioniert noch alles sehr gut. Hat sich nichts verändert. Wir haben das Portal ja nur ein bisschen nach oben gemoved. Was ich in der heutigen Folge noch schaffen will, ist gerne
Also mindestens dieser Teil vom Boden. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Diesen Teil vom Boden soll ich schaffen. Das heißt, das Portal sollten wir schon mal dann entspannt benutzen können. Ich würde gerne noch mehr schaffen, aber ich glaube, viel mehr schaffe ich heute nicht mehr. Das heißt, jetzt ist erstmal hier diese untere Ebene angesagt mit Glowstone. Ich muss mal ganz genau gucken. Also bis hier muss ich ja das Glowstone machen. Also bis hier muss ich das Glowstone mindestens machen. Und danach weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache, weil danach kommt ja hier dieser... danach kommt das Portal. Ich glaube, das Portal möchte ich auf so eine Art Säule, Podest-Gedöns stellen. Ich weiß noch nicht, aus was für Materialien ich das dann machen werde. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier der Sand die ganze Zeit raus... der Sand wahrscheinlich. Der Sand fließt hier raus, ne? Wer kennt's nicht? Den Sand. Das Wasser. Die Wasser. So. Die Sand, die Wasser. Wird ja immer besser hier. Das heißt aber auch, dass ich mein Feld langsamer verschieben muss, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwann der Fall sein wird, irgendwann in Zukunft, dass ich hier dieses Kartoffelfeld verschiebe, wo ich mir als, also was meine Hauptnahrungsmittel waren die letzten paar Folgen. Und auch noch, ich dachte, da wäre ein Creeper, das ist eine Kartoffel. Was auch immer noch die Hauptnahrungsquelle sein wird, die nächsten paar Folgen. So, das müssen wir jetzt tatsächlich bis hier hinten machen. Aber ich glaube, dass wir dann hier schon ziemlich guten Raum abgesteckt haben. Ja, ich werde das mal so bauen, dass es noch bis hierhin geht entsprechend, bis hier zur Wand. Und dann, den gesamten Glowstone-Boden kann ich eigentlich schon machen, da spricht ja nichts gegen. Das schaffe ich noch. Und vielleicht noch die ganzen Wände reinziehen, das sollten wir auch noch schaffen. Und dann, ich weiß nicht, ob wir den ganzen Teppichboden noch schaffen, weil ich nicht weiß, ob wir die Materialien dafür da haben. Ich schaue aber mal und dann schaue ich mal, ob wir das alles schon machen können. Direkt, pass auf. Nicht. So, und ich dachte mir, den Rest, können wir dann mal eben in der Folge zusammen machen. Wir haben jetzt doch noch... einiges geschafft. Also der Raum ist nicht fertig. Ja, überhaupt nicht. Hier fehlt noch einiges. Hier muss noch viel gemacht werden. Gerade, also zum Beispiel hier hinten ist mir dann der schwarze Teppich ausgegangen. Aber ich muss sagen, das hier gefällt mir doch schon als Boden für den Raum. Da war der Boden jetzt ein bisschen aufwendiger und so weiter und so fort, doch schon sehr gut. Das finde ich doch als Boden schon mal sehr, sehr nice. Ich glaube, ich muss den Boden auf jeden Fall noch bis hier hinziehen, weil das hat dann, glaube ich, nochmal einen viel besseren Effekt. Aber so als Boden, so gerade wenn man hier so runter guckt, geht es so ein bisschen in so ein endliches Schwarze. Finde ich, sieht das doch schon super, super cool aus. Ja, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Boden. Also bis auf diesen Glowstone da drüben natürlich noch. Aber ansonsten finde ich den Boden schon echt nice. Wie gesagt, ich ziehe den, glaube ich, noch mal ein bisschen nach da hinten, um den Effekt noch so ein bisschen zu verstärken. Vielleicht mache ich das hier auch schwarz beim Portal, dieses Ding. Ja, vielleicht ändere ich das sowieso noch ein bisschen hier, so... vom Style her, guck mal, so muss das ja natürlich auch noch sein und so haben wir das ja später auch noch. Also das wird ja bis hier hinten hingehend auch noch hier drumrum, wird überall das Glas kommen, dann wird es nochmal besser aussehen, wenn wir das hier noch bis hier vorne ziehen, sieht es auch nochmal besser aus. Ja, aber so weit sind wir jetzt innerhalb von einem Stream gekommen und auch innerhalb von dieser Folge sind wir so weit gekommen. Morgen kommt dann wieder die nächste Folge Craftech. Ich denke mal, da werden wir einfach hier dran weiterarbeiten. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Noch ein bisschen Teppich farmen, damit wir hier hinten das Ding zumachen können. Dann denke ich mal, werden wir morgen das erweitern bis hierhin, die Wände komplett hochziehen. Vielleicht werden wir morgen sogar schon fertig. Das sehen wir dann. Aber Leute, das war es erstmal mit dieser Folge von Craft Attack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, lasst gerne ein Abo da und wir sehen morgen. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.